Jo, moin, was geht? Endlich wieder ein Video. Ja, ihr seht, es ist keine Smartpillen, keine Duke. Ich bin auch im A2-Zeitalter angekommen. Die Frage ist jetzt, was ist geworden? Obviously SMCR. Letzte Videos habe ich dann auch gesagt, dass sie eigentlich zu teuer ist. Ja. 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 Egal. Und zwar hat die gute jetzt die 1000 Kilometer drauf. Ich bringe die jetzt zum Service zu KTM Bonn. Und weil wir eh dahin fahren und wir noch relativ früh haben, und ich habe ich mir gedacht, ich kann auch direkt einfach mein ganzes Fotozeug mitnehmen. Und einfach mal in Bonn bei Pützchensmarkt, kennt ihr safe, das ist ja diese große Kirmes, da mal gucken, ob man da aufs Gelände kommt und ein bisschen Fotos macht, weil gegen Fotos kann man nie was einwenden und Pützchensmarkt ist, glaube ich, relativ nice für Fotos. Nicht wundern, Reifen kalt, Motorrad kalt. Ich liebe das Getriebe von diesem Motorrad. SMC hat jetzt hier 1000 Kilometer drauf, aber ich mache halt... Oh Junge, der Sound! Aber ich hatte das schon vermisst. Aha. Falls ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr bestimmt mitbekommen, dass ich momentan nicht fahren konnte, weil ich noch Metall bzw. halt Titaneinsätze hatte, um meine Knochen zu stabilisieren, weil ich letztes Jahr einen schweren Motorradunfall hatte. Dazu kam jetzt noch kein Video oder so, weil ich muss erst noch ein bisschen abwarten, ob da überhaupt was kommt. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Kann man ja dann mal gucken, okay. Fördergang ist doch ein bisschen viel. Und in dieser, also ich hatte die halt schon was länger, hab dann jetzt Führerschein bestanden, hatte aber danach, eine Woche direkt danach, die OP zur Materialentfernung, und mit offenen Wunden ist es ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen schwierig, Motorrad zu fahren. Und da ich ja eh auf den 1000er Service warten musste, hat das eigentlich perfekt gepasst. Ich bringe die jetzt auch schon 4 Tage früher hin, weil die nächsten paar Tage soll es dauerhaft regnen. Und jetzt ist gerade gutes Wetter und ich habe frei. Ich gehe jetzt zur Hochschule, es wird ehrenlos. Es wird sehr wild. Ich freue mich auf jeden Fall, nur da hat man ein bisschen weniger Freizeit, weil ich habe ja jetzt Abi bestanden dieses Jahr und hat jetzt mal ein bisschen länger frei. Habe mir dann auch mal ein bisschen Freizeit genommen, weil ich letztes Jahr eher weniger was machen konnte, aufgrund von Umständen, sagen wir mal so. So, auf jeden Fall bin ich happy, dass ich mir mein Traummotorrad, also ist wirklich was Besseres, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, also was halt legal Straße fahrbar ist. Also ganz Traum, da kommt noch, da wäre noch was anderes. So Richtung EXC, aber da muss man halt mal gucken, ob ich, wenn ich ja offen habe, ob man die überhaupt da noch legal zulassen kann, einem drum und dran. Also ich meine mit offener Leistung. So, deswegen mal sehen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal zu Pützchensmarkt. Und ich werde da ein paar Fotos machen. Es gibt zwar auf Instagram gefühlt keine Reichweite mehr für Fotos, aber das macht mir Spaß, deswegen mache ich trotzdem weiter. Okay, übersetzt, ja, 30 geht, also 30 im zweiten Gang geht auch gerade so, ich will ja die Leute nicht unnötig nerven. Jo. Das ist jetzt eine, ich könnte auch noch ein Video dazu machen, warum es jetzt hier SMCR geworden ist, das wird wahrscheinlich das nächste. Und ihr werdet jetzt noch ein paar Videos sehen mit der Smartpillen wahrscheinlich und noch ein paar andere Sachen, die dazwischen kommen, die ich schon aufgenommen hatte, aber bisher nicht geschnitten habe, weil ich ein bisschen wenig Motivation habe, Videos zu schneiden bei meinem Laptop, weil ich habe eine GoPro-Spur, ich nehme ja auf ein 1440p, ich würde liebend gerne ein 4K aufnehmen für TikTok, damit man die Videos einfach direkt im Hochformat, damit man mehr Auflösung hat. Aber wenn ich das schneide, da sagt mein Laptop komplett Tschüss.
Und da ich jetzt ein Studio mache, wo zum Beispiel Mediendesign und Elemente von des Filmens vorkommen, brauche ich einen Laptop, der ein bisschen mehr Bums hat, und bei meinem ist der Akku kaputt, deswegen wird jetzt demnächst auch noch ein Laptop kommen. Da habe ich auch ein bisschen mehr Motivation zum Schneiden, wenn das Ding nicht komplett abbraucht, weil Lüfter ist dann auch komplett auf Anschlag. Und in der ersten Woche, wo ich die Karre jetzt hatte, sozusagen vom 1000er Service, war halt das Hauptproblem, ich hatte ja noch das Setup an meinem Integralhelm für Videos aufnehmen, und das habe ich halt überhaupt nicht gefühlt, dann damit zu fahren. Deswegen hatte ich das halt noch nicht umgebaut, und es ist extrem kompliziert, bei diesem Helm eine GoPro anzubringen, dass ihr was seht und ich auch noch. Und ich musste gucken, wie ich das Mikro verlege. Ich hoffe, das passt jetzt und es sind nicht zu viele Windgeräusche. Vielleicht lade ich das Video, wenn das Audio scheiße ist, trotzdem hoch. Das Audio scheiße, genau. Wenn ich zu viele Windgeräusche habe oder sonstige Störgeräusche, lade ich es wahrscheinlich trotzdem hoch, damit ihr noch mal ein bisschen was von mir hört, dass ich noch lebe. In dem Sinne. Ah, Leute, unser Postbote hat auch einen neuen Wagen, also beziehungsweise gerade Ersatzwagen in weiß. Bei uns gibt es noch nicht diese Elektro-Postautos, weil die ganzen Diesel-Dinger, die gehen ja instant kaputt, wenn du die ganze Zeit an- und ausmachst. Also ich habe jetzt auch mal meinen Gimbal dabei, um mal ein bisschen Videos zu drehen. Vielleicht geht's auf PC ins Markt, ansonsten fahre ich zu einem anderen Spot in Bonn. Danke. Sehr nett, sehr nett. Das Einzige, ich hoffe, das sieht man nicht so krass auf den Bildern, ich habe die 1000 Kilometer jetzt nicht ein einziges Mal gewaschen, weil ich bin halt nicht durch Regen gefahren, aber es ist halt ein bisschen Bremsenabrieb auf den Felgen, deswegen sind die jetzt nicht so clean. Und halt ein bisschen Insekten vorne auf dem Motorrad drauf. Ich hoffe, das sieht man auf den Bildern nicht so krass. Ich bin gespannt, wenn ich jetzt mal ein bisschen drehen darf nach dem 1000er Service, wie die sich so fährt. Oh, ist das entspannt. Du kannst einfach... Oh. Ist hinter mir einer. Oh, und Motorbremse den Berg abrollen lassen ist ja so entspannt bei der. Eieiei. Ich weiß gar nicht, wie viel vom Sound man auf der GoPro hört, weil an sich ist die ja relativ weit weg vom Auspuff. Naja. Also ein explizites Video zur SMCA kommt auch noch, und warum ich sie mir gekauft habe, das kommt dann safe danach. Ich wollte jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr Videos produzieren, weil ich habe momentan wieder richtig Bock. Bei der Swapel war halt das Ding, ich habe echt keine Motivation gehabt, mit diesem Motorrad rumzufahren, weil das Problem ist, das war auch einer der vielen Gründe, warum ich mir die hier geholt habe. Also beziehungsweise auch einer, der dazu geführt hat. Ich habe halt extrem Probleme, mein Knie anzuwinkeln, da kriege ich sehr schnell Knieschmerzen, das ist halt ein bisschen unschön, deswegen hast du, wenn du auch entspannt fährst auf einer Sumo, ja nicht so einen krassen Kniewinkel, deswegen habe ich mir auch die geholt, obwohl da kann ich auch einfach im anderen Video drüber erzählen. So, das soll es dann mit diesem Video gewesen sein, könnt mir auf Instagram folgen. Ich kann ja auch mal ein Bild einblenden, wenn ich es hinbekommen habe, da Bilder zu machen. Wenn nicht, dann seht ihr jetzt leider kein Bild, ich hoffe. Vom Pützinsmarkt könnt ihr mir ja dann da folgen und mal die Bilder abchecken. Auch auf TikTok, da kommt jetzt auch wieder einiges. Ich habe einen neuen Account an mir gemacht. Da heiße ich auch Hannes-A, aber dann am Ende noch 26, weil mein alten Account, obwohl der komplett gelöscht ist, kann ich leider den Namen nicht wieder haben. Irgendwie keine Ahnung. Ist jetzt auch egal. Ja. Dann bis denn. Tschüss. GoPro Videoaufnahme stoppen. GoPro Videoaufnahme stoppen. Komm an.